Hallo Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Ja, wir haben zuletzt den Hebel hier betätigt und ich habe keinen Plan, was jetzt hier kommt, wenn ich runtergehe. Wuhu. Hallo? Dann springe ich ins Wasser, wenn was kommt. Haha. Ja, so mache ich das. Okay, hier haben wir übrigens auch die Symbole dran, die wir da hinten sehen. Was sagt uns denn diese Hieroglyphengeschichte hier? Weiß ich nicht. Geht da auch um zwei Männer? Es war ja auch noch etwas verwirrend, was da zuletzt passiert ist mit den Göttern und deren Gespräch und dem Verrat und so. Ich finde, das macht aber die Spiele halt gerade so lebendig, dass dann da so diese Zwischensequenzen kommen, die das Ganze fernab von dieser Realität irgendwie bringen. Da kommt der dann raus, das bringt's mir nicht. Ich habe mich nur gefragt, ob hier irgendwas... Ich habe doch den Hebel jetzt benutzt. Ist was... Ich dachte eigentlich, es hätte sich oben irgendwas getan, aber... Vielleicht hat sich auch hier irgendwas getan. Nö. Okay. Ich dachte, es hätte sich irgendein Tor oder so geöffnet. Ja, das da. Wieso sehe ich das denn die ganze Zeit? Wieso denn jetzt erst? Na egal. Gehen wir da mal rein. Hab ein bisschen Schiss. Hab ein bisschen mehr Schiss. Ich hasse es, um die Ecke laufen. Es ist so gemein. Da sind sie doch schon. Haha, das Ausweichen habe ich ja jetzt ganz gut geübt, würde ich mal meinen. Aber das hier bringt mir nichts. Und die Musik ist auch so unheimlich echt. Gar nicht schön. Aber mit denen kam ich jetzt klar. Und wenn das mit dem Ausweichen auch wieder geht, dann kann ich auch die Kleinkalibrigen nehmen. Okay, was ist hier drinne? Mhm. Ja, irgendwie cool aus. Oh, oh, das geht auf Zeit. Da geht was auf Zeit. Mhm, okay. Was mache ich denn jetzt? Was? Ah! Wo kommen die denn her? Boah, was erschreckt ihr mich denn so? Scheiße, Leute! Nein! Nein! Nein, nein! Jetzt muss ich richtig stark raufhämmern. Nee, ist klar. Ist klar. Da waren nicht schon welche. Nö, 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 nö. Kommen die auf einmal hier um die Ecke geschossen, die Arschviecher. Und was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ah, okay, 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 okay. Mhm. Was bringt mir das? Ah, ich kann hier einen Mauerlauf machen. Das bringt mir das. Okay. Mhm. Was bringt mir das? Ist doch eigentlich voll sinnlos. Hä? Check ich nicht. Wo soll ich denn hin? Oh, nö. Nö.
Nö, nö. Aber das geht ja auch. Vielleicht bringt mir das auch was. Da oben dann hin. Wie komme ich denn von hier? Ach, ich hätte doch nach oben klettern können. Und dann darüber, damit ich da reinkomme. Aha. Okay, so soll das laufen. Aber da oben ist auch noch was. Aber da komme ich bestimmt dann auch so hin. Ach so, hier hat sich das geöffnet. Und da kamen dann auch die Panther her, oder was? Mhm. Gut. Das war eine ganz andere Öffnung. Das checke ich jetzt erst. Gut. Ja, nee. Gut. Ja, das ist, jetzt fühle ich gerade echt ein bisschen Selbstgespräche. So komme ich mir gerade vor hier. Weil ich echt erstmal hier versuche nachzuvollziehen. Ich meine, ich würde sie auch schneller rennen lassen, ne? Aber so, sie lässt sich ja immer ein bisschen Zeit gerne mal so. Schnell, 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 schnell. Das war knapp. Halt dich schön fest. So. So. Und dann klappt das jetzt auch. Haha. Sehr gut. Aber was, wozu war das hier drunter? Wozu ist der Klemmer da drunter, dass man sich da so ranhalten kann? Da kann man nicht rein, nö. Weiß ich nicht. Boah, die Geräusche hier echt. Und ich will hier nicht runter, da ist bestimmt was Böses. Noch eine? Oh, ich sehe das hier immer nicht. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Was gibt's hier noch? Das ist ein Vorsprung. Und nun, wohin? Nanu? Irgendwo muss ich doch lang. Ah! Ein Klotz. Und ein Medipack. Voll gut. Immer so ein bisschen unscheinbar, weil die auch so braun sind. Ich habe aber nichts da mehr übersehen, ne? Nee. Cool, geschafft. Ich glaube, hier sind gerade erstmal keine Gegner. Da gibt es eher was zum Springen. Also die Muni da unten brauche ich eigentlich nicht. Okay, die geht rein und raus, scheiße. Komm mal wieder raus. Wenn jetzt hier ein Gegner wäre, ne? Ich wäre so am Arsch gewesen. Naja. Ich hätte mich verteidigt, aber dann wäre bestimmt mein Medipack schon wieder hin. Weil ich bin gerade nicht auf voll. Ah, ja. Man muss so schnell sein hier, ey. Unglaublich. Sieht wunderschön aus, aber was kommt hier als nächstes? Das sieht wirklich traumhaft toll aus. Ich würde ja gerne selber mal nach Ägypten. Alles klar. Oh, und dann auch noch ein Kroko. Oh, das ist ja mies. Oh, der soll mal rauskommen. Oh, wie gemein. Jetzt weiß ich schon, was kommt. Das ist doof. Und der keift noch immer so. Oh, er kommt raus. Das ist gut. Ja, komm mal her, du. Komm mal her, du Kroki, du. Hahaha, dann krieg ich dich auch.
Komm mal noch ein Stückchen raus. Oh, kriegt sie die so nicht? Mit denen vielleicht eher? Oh, das ist ja wohl fies, ey. Jetzt ist er hier direkt unter meiner Nase und ich krieg ihn nicht. Ja, komm mal ruhig her, du. Scheiß Vieh. Oh, er verschwindet in eine Ecke. Als ob er genau wüsste, was passiert, ey. Oh, Kacke. Ja, komme ich eh nicht drum rum. Nehmen wir mal die Schrotflinte. Ab geht's! Ja. Oh, noch mehr. Okay, noch mehr. Okay, das war's mit Lara. Ich habe den Tod schon nahen sehen, aber ich dachte, vielleicht kriege ich es doch noch hin. Oh, das ist ein bisschen fiesi. Oh, die sind ein bisschen fies, ne? Schon gemein. Boah, selbst hier kriege ich das nicht hin. Oh, das gibt's doch nicht. Und vor allem, warum steckt der eine 3 Schüsse ein und der andere 5? Ist auch gemein. Ich versuch's jetzt noch einmal mit der Schrotflinte, ansonsten finde ich die irgendwie blöd. Ja, prima. Wie komme ich hier wieder raus? Da. Haben wir es dann? Scheiß Krokos. Gemeine Viecher. Jetzt hole ich mir erstmal die Belohnung da drin. Aber ein bisschen Angst machen mir die Krokodile schon. Die sind so. Die fauchen immer so. Ist ein bisschen wie mit den Raptoren. Ins Wasser gehe ich natürlich auch nochmal schauen, aber erstmal gucke ich hier. So in alle Ecken, dass ich nichts übersehe. Mach mir auch mal ein Bild vom Ganzen hier. Oh, die sieht auch schön aus, ne? Ich habe selber so eine... Ich bin ja auch so ein bisschen Ägypten-Fan und... Also heute nicht mehr so früh... heute nicht mehr so doll wie früher. Aber ich habe immer noch in der Vitrine voll viel Ägypten-Sachen und so. Und da habe ich auch so eine... Ja, so eine Bastet, so eine Katzenstatue bei mir stehen. Und ganz viel Bilder. Also auch so Papyrus-Bilder und kleine Ägypten-Figuren. Und fand ich immer cool. Ja... Da war ich jetzt schon. Da oben komme ich her. Kann man jetzt hier klettern? Was soll man tun? Gehe ich dann mal ins Wasser gucken. Oh, hier gibt es was zum Tauchen. Habe ich aber wirklich nichts mehr übersehen. Nicht, dass ich dann voll in einen anderen Raum komme oder so. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es hier noch mehr zu tun eigentlich gibt. Vielleicht öffnet sich ja hier später noch was oder so. Oh, da kann man aber klettern. Da gibt's auch die spitzen Dinger. Da könnte man doch draufspringen später oder so. Da ist auch ein Seilhaken. Aber wie man da oben hinkommt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich tauche mal. Auch wenn ich Angst habe zu tauchen. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Mach doch mal hin, Lara. Du bist so lahmarschig. Geh nach oben, geh nach oben, geh nach oben. Hol Luft. Hol Luft und guck dich mal um. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade waren. Wo sind wir hier? Puh, irgendwie gruselig. Oh, ein Medi.
Dings. Schnell, nimm's dir. Okay, sie hat's. Ich glaube, noch eins gibt es da unten nicht, aber man kann sich ja trotzdem nochmal umschauen hier. Das sind einfach nur die Ecken, wo ich rüber kann. Okay. Okay. Mhm. Gehen wir mal raus hier. Was ist, wenn ich den Hebel betätige? Ach, der ist nur zum Hochspringen. Ich sehe schon. Nein! 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 Das ist ja blöd. Voll gemein. Das geht auf. Das schiebt sich alles so auseinander. Oh, das ist gemein. Und ich weiß ja immer noch gar nicht, wo ich überhaupt hin will. Uff. Wie schnell muss man da denn sein? Krass. Ja, die Frage ist, wo will ich überhaupt hin jetzt? Aber okay. Nee. Das ist ja richtig mies. Puh. Dann mache ich erstmal den anderen Weg. Den hier. Wenn es geht. Und das geht noch. Da gibt es auch noch eine Spalte. Nee, da kann sie nicht ran. Die kommen wieder raus. Das ist schön. Was bringt mir das? Ach, weil dann kann ich an den hier. Und schnell rüber. Oh, der geht raus. Kommt der auch wieder oder nicht? Da muss ich doch noch ran, oder? Da komme ich doch nicht drum rum. Aber da kann sie nicht rüberspringen jetzt. Das schafft sie nicht. Scheiße. Ja. Nee, ist klar. Schön viele Medipacks, finde ich aber gut. Ist aber auch echt ein bisschen heikel hier, finde ich. Gar nicht mal so ohne. Nee, mach mal so. Schnell hoch. Schnell hoch. Schnell rüber. Nach rechts oder links? Ich glaube nach links, aber ich weiß nicht, ob da sogar schön Muni. Auch gut. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass da auf der Seite auch noch was ist. Okay. Ja, mach mal den Hebel. Ach, das Ding fällt von alleine runter. Ja, das finde ich gut. Das heißt, es verschiebt sich jetzt nicht mehr oder die Kiste soll noch runterfallen. Eins von beidem. Du kletterst mal schön nach oben, Äffchen. Und sammelst die Sachen ein. Sehr gut. Ja, besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Lass mich schön runterrutschen. Und gehen wieder rüber. Jetzt haben wir auch einen Kontrollpunkt bekommen. Ah, durch die schwere Kiste tut sich hier nichts mehr, oder wie? Darf ich das verstehen? Ich sehe schon, da sind noch ganz viele Geschichten, die wir hier machen müssen. Mhm. Aber ich komme da so nicht hin. Kann ich die Kiste dafür nehmen? Komme ich da so rüber? Nee, auch nicht. Vielleicht kann ich die Kiste zur Hilfe nehmen. Bisschen schwierig hier manchmal mit der Steuerung. Sie lässt immer von alleine los. Ja, ich muss immer wieder von vorne anfangen. Ja, dann zieh sie doch einfach. Ist mir doch egal, wie du das machst. Dann mach's doch von hier, wenn es leichter für dich ist. Wenn es denn dann leichter für dich ist. Geht doch. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich damit?
Wenn ich da oben rankomme, ne? An den Haken, genau. Oh, das nervt mit den Kisten schieben, ey. Das könnte alles viel schneller gehen. Jetzt kommt er da an die Ecke, weil er immer in so einem Winkel steht, dass sie auch nichts macht. Das muss ja perfekt passen hier. Geht denn gar nicht, oder was? Warum geht denn das nicht? Mach mal. Hier, zieh den mal rüber. Geht doch. Reicht das nicht schon? Nö. Es ist anscheinend nicht richtig, was ich hier gemacht habe. Was soll ich dann machen? Ja, da komme ich doch her. Das macht doch gar keinen Sinn. Da oben ran auch nicht. Das war doch eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich müsste halt da rüberkommen, aber das geht ja auch nicht. Von daher dachte ich, ja. Was wollt ihr von mir? Keine Ahnung. So. Vielleicht bin ich dann näher dran. Ach so, ja, okay. So geht's natürlich auch. Ja, prima. Nein, lass dich mal nach hinten und so. War ja klar, war ja klar, war ja klar. Wo lang jetzt? Ich meine, wenn ich da oben lang gehe, was habe ich davon? Gar nichts oder was? Haha, toll. Jetzt bin ich auf der Seite. Ach so. Aha, so wollt ihr das. Aber wie, ich komme doch da drüben gar nicht rein. Da ist doch gar nichts offen. Hä? Da ist doch gar kein Tor offen. Aber da ist, soll ein Tor, glaube ich, offen sein. Indem ich den Haken da hinten benutze und das Ganze auf Zeit mache mit Klettern vielleicht. Weil im Moment ist es ja zu. Aber dann stürze ich ins Wasser, kann mir ja nichts passieren. Ja, nö. Damit endet Lara Crofts Abenteuer. Das war's mit ihr. Sie hatte ihren Spaß. Musste einmal sein. So, der Part ist hier zu Ende, weil die Zeit ist um. Ich probiere das nochmal mit dem Hebel, ob sich dann die Klappe hier auch öffnet. Und irgendwie ist die Kiste schon wieder falsch, glaube ich. Ja. Ja, ist sie. Weiß auch nicht wieso. Ach ja, weil ich gestorben bin und das alles nochmal machen muss. Okay, das mache ich dann für den nächsten Part dann vorher schon mal fertig. Und dann versuchen wir das Ganze hier nochmal. Tschüss.